Ricky Berg's villa. That's sehr gross. Kommt in! Ah, Herr Miller, wie geht denn vor, mein Lieber? Er geht nicht so gut. Wie erklären Sie sich das Verschwinden von Udo Buchenthal? Keine Ahnung, mein Lieber, keine Ahnung. Deshalb sind Sie ja hier, das rausfinden, nicht wahr? Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche großen Geld zusammen an Udo gesalt? Als Raushänner oder so. Vielleicht gibt es hier ein Motiv. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben ein neues Projekt, aber es ist sehr geheim. Es ist zu schwierig für mich. Okay, okay. Ich habe Udo vor 4 Tagen 500.000 Mark überwiesen. Es ist ein Geheimnisschaftprojekt von 3 Partnern. Udo ist ein Partner und das ist all ich werde sagen. Ich brauche mehr Auskunft. Miller, mein Lieber, es tut mir leid. Ach, ich bin hungrig. Ich gehe jetzt. Sehe was ich habe, meine Freundin. Muss ich hören das. Das ist schlecht. Aber gut. Was passiert im Filmstudio? Ich habe einen Kassett gefunden. Was meinte Usse Air? Den Kopf. U ist für Udo. Er ist für Ricky. Aber was meint es sei? Claudia! Sei es für Claudia! Bea, kommt hier. Hörst du das jetzt? Miller! Wir wissen alles! Sie sind hier! Kommt das, Udo! Hallo, ich bin Udo! Ach, ich bin wütend und sauer! Sorry, nie mehr. Kommt hier, Miller. Ich habe einen Check. Ich bin sprachlos. Wer ist das? Ja? Wer? Der Direktor der Bank? Ja gut, Ricky Berg. Ja bitte? Guten Tag. Ja, ja, wir warten schon seit einiger Zeit auf Claudia. Was hat sie? Das ganze Geld in Bar. 500.000 Deutschmark. Oh nein, einen Brief. Lesen Sie bitte vor. Ach du. Was war das? Claudia, sie nimmt das Geld. Ah, das ist schade. Ich habe meine Bär. Du, mit alles, was ich habe.